So, willkommen zurück zur Farmers Dynasty. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Und jetzt haben wir gerade einen Auftrag angenommen, irgendein Gebäude zu reparieren. Schauen wir mal. Das sieht zumindest jetzt nicht ganz so schlimm aus. Kuhstall. Hier unten würde ich sagen... TV Top. Oh, schon fertig. Okay, diese Frau war wohl vergesslich. Da, da, da. Können wir direkt abgeben. Danke. Hallo. Hier ist etwas für dich. Geld her. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier. Der ist immer noch mit Düngen beschäftigt. Paket müssen wir hier oben abholen. Tomaten. Dann fahren wir mit dem Bus. Da fahren wir mit dem Bus. Wobei wir können uns mal von Hanna noch verabschieden, beziehungsweise die erstmal begrüßen. Hi Hanna. Hanna, da ist gerade ein Reh durch unseren Hof und ein Wildschwein. Hallo Süß. Guten Morgen. Durch unseren Hof gelaufen. Was ist da los? Schön dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Ich habe dich und ich bin so glücklich. Ah. Hallo, Liebling. Hallo. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Nun, fast? Danke. Ich bin komplett sprachlos. Hallo, Süße. Guten Morgen, 101 Schatz. Gründe. Machst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Okay, du brauchst überhaupt nichts. Gut, dann... Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genieß den Tag. Geh ich auf Arbeit. Auf Wiedersehen, Schatz. Habe ich das richtig gesehen? Ist hier hinten... Nein. Ich dachte, das Tor wäre kaputt. Jetzt aber schnell zur Bushaltestelle. Da, tata. Oh, die Person kommt mir entgegen. Nein, steht einfach da. Die unterhalten sich ja einfach. Sicher, hier ist es. Am Feld. Und da habt ihr natürlich eure Pakete mit. Jawohl. Nein, ich möchte zu meinem Pickup. So, dann müssen wir jetzt nochmal zu Michael. Aussteigen. Michael, ach Gabriel. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. So, nochmal 400 Euro. Damit haben wir jetzt 3300. Das ist doch schon... Warum ist die Haustür so weit oben da? An dem einen Haus. So, ich glaube, unseren Pickup lassen wir jetzt hier stehen. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Rex, du wirst gestreichelt. Eier gibt es keine. Papa, Papa. Papa. Klein wenig Wasser.
einfüllen. Statistiken schauen. Nichts bereit zur Ernte. Gut, dann machen wir noch schnell die Kühe. Da, da, da. Und dann ist unser Tagewerk schon wieder vollbracht. Müh, müh. Na los. Da, da, da. Da, da, da. Nächste Kuh, immer her mit eurer Milch. So, Kühe fertig, dann werde ich die Hühner auch noch schnell machen. Da. Da, da, da. Da und da. Tralala. Nichts. Zack. Ich glaube, Regentage muss man da wirklich zum Angeln nutzen. So. Und somit sind wir 8.30 Uhr fertig mit unserer Arbeit. Oh Gott. Dann mal hoch. Schlafen wir eine Runde. Da, da, da. So. Wieder 8 Sozialpunkte von unseren Nachbarn bekommen. Wir essen mal ein Ei. Rex, du bist da. Dann bekommst du eine Wurst. Schneller Sprint zu unserem Händler nach vorn. Du bist ausgeruht und fühlst dich wieder saustark. Rex scheint mich zu mögen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Hallo, ja. Steigen Lust zu handeln? Reise weiter. Klar. Was brauchen Sie? Nur eine Information. 7,51 Euro. Danke, der Herr. Tomaten liefern ist ein Scheiß auf. Gebäude reparieren ist gut. Kürbissuppe ist Schrott. Oh, hier sind zwei Aufträge. Transport und repariere ein Gebäude. Okay. Gucken wir mal. Verabschieden wir uns mal von Hannah. Na, da. Aber die steht wieder in der Küche. Machst du gerade Frühstück? Ja. Na gut.
Guten Morgen. Wir reden später. Oh. Ich bin beschäftigt. Du bist beschäftigt, ja. Na gut. Bushaltestelle wäre da. Wir nehmen Pickup. Wir nehmen den Pickup. Da, da, da. So vergeht wenigstens noch ein bisschen Zeit, bis wir da hingefahren sind. Ta-ta-ta. Kilometer noch. Was soll ich sagen? Das läuft ja noch. Moment, kurz schauen. Ja, die Straße ist gut. Der können wir folgen. Oh, oh, oh. Ah, doch, passt. Sehr gut, sehr gut. Storch, ja. Da, fahr, fahr, fahr. So, oh, davon. Hanna? Hanna, was machst du denn hier auf diesem Hof? Hanna? Hallo? Bist du eine Schwester von Hanna? Kann das sein? Guten Morgen! Hanna und Hanna 2. Ich suche Arbeit. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Etwas Pflege? Das klingt doch gut. Für 1000. 1200. Jawohl, ja. So, und wie sieht's bei dir aus, Yvonne? Guten Tag. Guten Tag. Wir waren nicht gesprächig. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Mein Freund hat es. Okay, klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Dann sag mal, wer hat dein Paket? Unten. Okay, perfekt. Perfekt. Mein Lieblingspaketstation. Steve. Steve. Ich bin wegen dem Paket hier. Hast du ein Sicher. Paket? Hier ist es. Danke. Tomaten, nein. Quatsch. Aussteigen. Ba, 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 ba. Danke. Hier ist etwas für dich. So. Und jetzt noch das Haus reparieren.
Oh, das ist mal tatsächlich kaputt. Ingenieursansicht. Moment. Jetzt. Ich hatte das falsche Werkzeug in der Hand gehabt. So. Kommen wir da oben auch ran an die Ritzen. Jawohl. Oh Gott, das ganze Dach ist kaputt. So, das schaut erstmal ganz okay aus. Oder ist das ein rotes Dach? Hier mal die Ritzen noch verspachteln. Da auch. So. Ganz schön kaputt hier. So, die eins da oben auch noch. Ich hätte gedacht, das soll so aussehen. Gut, so, dann mal rein hier in die gute Stube. Die Rinderboxen. Nicht mehr gerade so modernster Stand. Oder ist das nicht für Rinder? Also das hier. Zumindest bei mir auf dem Hof für Rinder gedacht. Okay, das Dach ist wirklich kaputt. Wir versuchen es mal direkt vom Dachboden aus zu reparieren. Na. Oh. Weiter geht's hier. Noch ein paar Nägel rein. So. Und das müsste jetzt die letzte Dachfläche sein. Fertig, jawohl. So. Ausgang suchen. Und Geld abholen. Hanna! Danke! Hier ist etwas für dich. Du kannst dir darüber nicht sicher sein. Wo ist mein Geld? Da. Okay, wir haben 5000 Euro. Das war nichts. Hier ist auch nichts Interessantes. Der ist noch mit Düngen beschäftigt. Wir können mal noch bei den Hofstatisten. Bereit zur Ernte. 1. Okay. Das nervt. Scheiße. Die Preise steigen ja gerade noch. Mais. Bereit zur Ernte, dieses da. Gut, ich glaube,
Diese Maisernte werden wir einfach mal bei uns ins Silo machen. Dann springen wir mal ganz schnell nach Hause. Gucken mal. Hanna steht in der Küche. Okay. Dann würde ich sagen, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao und bye bye.